Es stellt sich immer mal wieder die Frage, wo kann ich die besten XP für meinen Nachfahren ergattern? Wo level ich am schnellsten? Und es gibt unzählige Videos im Internet, ne? Und man weiß irgendwann selber nicht mehr, was Sache ist. Und ja, irgendwann ist das extrem nervig. Aber nein, gut, dass du dieses Video hier gefunden hast. Denn ich zeige dir heute meine Top 3, wo du am besten deine Nachfahren extrem pushen kannst. Nicht nur deine Nachfahren, sondern auch selbstverständlich dazu auch deine Waffen. Und bevor ich starte, eine kleine Anmerkung. Wir haben auch einen kleinen Community-Discord-Server. Vielleicht hast du ja Interesse an einer kleinen Community und dementsprechend würde ich dir dann empfehlen, unseren Server zu joinen. Den direkten Link findest du in der Videobeschreibung. Und ja, ich würde sagen, erstmal genug gequatscht. Wir gehen dann einmal direkt rein. Und damit sind wir auch schon im Spiel geschehen und schön, dass du noch eingeschaltet hast. Wir fangen erstmal mit der Top 3 an, von den Top 3, Platz 3 logischerweise. Und das befindet sich dann einmal hier in diesem Gameplay. Wie ihr gerade gesehen habt, ist diese Location eigentlich perfekt für eine Gruppe. Ja, am perfektesten ist es natürlich, wenn ihr hier natürlich alle eine Bunny spielt und wenn wirklich das Team sich schön aufteilt, ne, dann könnt ihr locker flockig in 11 Minuten hier ordentlich was machen. Wie ihr auch zum Schluss gesehen habt, bekommen wir enorm viel Gold. Und dementsprechend auch ein klein wenig XP, was Waffe angeht und natürlich dementsprechend auch für unsere Nachfahren. Allerdings, wo ist die ganze Location, wenn wir in den Sondereinsätzen gehen? Hier in Albion, ne, seht ihr ja hier direkt am Eingang unter anderem hier diesen gelben Ball. Wir gehen einmal rein und hier in unfruchtbarem Land seht ihr dann einmal diesen Sondereinsatz. Stoppe den Kopierabbau. Und hier könnt ihr dann dementsprechend ohne Probleme in einer kleinen Gruppe hier Attacke machen. Das war einmal Platz 3 und jetzt geht's weiter einmal mit Platz 2. Viel Spaß! Das war jetzt gerade Platz 2 und wo befindet sich hier Platz 2? Ganz klar einmal hier oben in der Festung und hier wäre dann dieser Standort vom leeren Fragment. Warum Platz 2? Weil, ganz klar, es gibt natürlich was Besseres und hier brauchen wir halt eine Ultimate Fiesta mit einem guten Tornado-Bild und wenn der Tornado-Bild nicht gut genug ist, dann werdet ihr zeitlich gesehen nicht so schnell von dannen kommen. Daher Platz 2 und einmal zur Ultimate Fiesta. Ich habe dazu schon ein Bild gemacht. Ne? Das pinne ich euch einmal oben rechts. Da oben ist es. Oben rechts einmal in der Infobox rein. Dann könnt ihr euch mal mein Bild dazu anschauen. Und der Bild ist selbstverständlich auch bei uns auf dem Community Discord Server gepostet worden. Deswegen Platz 2. Ihr braucht eine gute Fiesta, die hier ordentlich den Schaden raushauen kann. Aber jetzt wird es schon ein bisschen spannend und jetzt gehen wir auch direkt zu Platz 1.
Und wie ihr gesehen habt, ist dies Platz 1. Sehr bekannt, gerade in Vespas. Wir gehen einmal hier hoch. Wir spawnen dann direkt hier am Mondlicht und hier ist dann dieses Lehrenfragment. Das können wir sehr gut machen mit einer attributlosen Klasse, zum Beispiel mit Ajax, der hat einen guten Flächenschaden, mit Glay hat einen guten Flächenschaden. Ganz klar, mit Warby ist mega nice, ne? Mit diesen drei Klassen könnt ihr dann ohne Probleme hier richtig Attacke machen. Okay, Luna geht natürlich auch. Ich habe schon eine Luna gesehen, die rockt da dieses Feld alleine solo so dermaßen schnell ab. Ist schon der Wahnsinn, aber ganz im Ernst. Wer spielt freiwillig eine Luna? Also, ich habe sie versucht zu spielen. Ich bin zu doof. Ich denke mal, die Klasse ist nichts für mich. So, und wie ihr auch gesehen habt, Solo-mäßig richtig nice. Wenn ihr zu zweit seid, umso besser. Ne? Ihr steht mit eurer attributlosen Klasse direkt hier am leeren Fragment, während eine sehr gute Fiesta dann vorne steht und ihr die ganze Zeit ihren Tornado spammt. Und das ist eine perfekte Kombination. Dann schafft ihr es natürlich, alle 3 bis 4 Sekunden dann diese Mission zu resetten. Ne? Ihr müsst natürlich immer die erste Welle machen und dann Mission abbrechen, wie ihr natürlich hier gesehen habt. Und das immer und immer wieder. Und mit einer guten Fiesta geht das extrem schnell. Aber selbstverständlich gibt es hier natürlich auch noch andere Locations. Aber da seid ihr extrem abhängig und es dauert halt viel zu lange. Deswegen gehe ich auch nur ganz grob einmal drauf rein. Und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Festung sind, gibt es ja unter anderem auch noch diesen Bunny Cave, wie man so schön sagt, ja. Und genau hier könnt ihr hingehen, da spawnen dann vorne Mobs, hinten Mobs. Und zeitlich gesehen ist es schon nicht verkehrt, ne? Wir machen da auch schon gut XP. Allerdings müsst ihr dann da eine Elektroklasse haben, am besten mit einem dicken Flächenschaden. Aber zeitlich gesehen finde ich es mittlerweile schon sehr schwach. Ne? Aber muss ja jeder selber wissen, bevor ich euch hier komplett zuknalle mit irgendeinem Schmarrn, ne? Belassen wir es dann hier wirklich mit den Top 3 meiner persönlichen Farmspots. Hast du eventuell einen anderen Farmspot? Wenn ja, schreib es mal in den Kommentaren. Lass es uns dann mal alle gemeinsam wissen. Und das war's auch schon von mir. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. FreiGeist TV ist raus. Ciao, ciao.